Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Heute mit einem Fantasy-Thema, denn wir sprechen über die Amazon-Serie Carnival Row. Wir, das bin ich, Felix, euer Moderator, und meine geschätzte Kollegin Hanna. Moin, moin. So, ja, Carnival Row ist am 30. August bei Amazon gestartet. Die erste Staffel umfasst 8 Episoden. Ein paar Wochen vorher wurde sogar schon eine 2. Staffel bestellt. Amazon hat anscheinend großes Vertrauen in dieses Format, das sie da neu geschaffen haben. Und wir wollen mal so ein bisschen über diese 1. Staffel sprechen, was uns daran gefallen hat, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat und wie es weitergehen könnte in der bereits bestellten 2. Staffel. Wir beide, glaube ich, Hanna, sind so komplett nach wie vor unsicher, was Carnival Row angeht, oder? All over the place. All over the place, ja. Es war ist ein wildes, seltsames Teil, das viel möchte, viel probiert und nicht immer erfolgreich dabei ist. Und wir werden versuchen, mal relativ kurzknackig herauszufinden, woran es liegt oder wo halt die Probleme liegen oder wo die Stärken liegen von dieser Serie. Ja, ich freue mich so auf die Diskussion, weil ich in meinem Freundeskreis, wir konnten nie so richtig definieren, woran es eigentlich lag. Und du hoffst, dass das jetzt klappt. Genau, ja, ich hoffe auf dich. Da hoffe ich einfach mal mit, dass wir das hinbekommen. Und wir werden dann sehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ob uns das gelingen wird. Wie machen wir das hier? Ich werde erstmal gleich ein paar Rahmendaten zur Serie nennen, zum Einstieg. Und dann werden wir auch noch erklären, um was es generell geht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, fangen wir erstmal mit einer ganz allgemeinen Frage an. Hanna? Willst du noch kurz sagen, Spoiler-Teil gibt es auch, oder? Spoiler-Teil machen wir auch, natürlich. Wir versuchen darauf hinzuweisen, denn die Serie hat durchaus einige Twists und Überraschungen zu bieten. Inwiefern die vorhersehbar sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Format arbeitet definitiv mit ein paar überraschenden Wendungen. Und da werden wir den Versuch natürlich nicht vorwegzunehmen für all die Leute, die die Serie noch sehen wollen. Genau, bevor wir dazu kommen, erstmal eine ganz allgemeine Frage, Hanna. Ich hatte es dir gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Das Genre Fantasy ist ja nach wie vor ein ziemlich heißes Eisen. Das wissen wir nur zu gut. Wir haben ja auch jahrelang uns mit Game of Thrones auseinandergesetzt, auch in unserem Podcast. Und da ist uns dann nebenbei auch immer wieder aufgefallen, dass natürlich viele Sender versuchen, genau das zu erzeugen, was HBO erzeugt hat, so ein riesiges Fantasy-Universum zu schaffen, das halt auch wie so eine schöne Cash-Cow immer wieder gemolken werden kann. Dementsprechend gab es in den letzten Jahren immer wieder neue Fantasy-Serien. Und ich würde auch sagen, Carnival Row schlägt auch so ein bisschen die Kerbe, was gigantisch Großes aufzuziehen, eine Fanbasis zu entwickeln und dann natürlich diese Geschichte über mehrere Staffeln weiter zu erzählen. Jetzt die Frage an dich, generell Fantasy, reizt sich das Thema noch? Oder sagst du mittlerweile, es wäre mal schön, wenn sich alle mal ein bisschen einkriegen und sagen, Fantasy ist gut, andere Sachen sind auch cool? Also ich gehöre zu den Leuten, die immer wahnsinnig gerne Fantasy gelesen habe als Kind. Ich überlegte auch gerade im Vorgespräch, was ich so gern gelesen habe. Und ich erinnere mich da sehr gut an Marion Zimmer Bradley. Das sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ach echt? Nee. Vielleicht auch ganz gut, denn sie ist doch sehr in Ungnade gefallen. Vielleicht auch zu Recht. Ich denke zu Recht. Ihre Tochter hat da sehr, sehr krasse Geschichten von ihrer Mutter erzählt. Aber die, sage ich mal, Älteren von euch werden sich noch an so ein Buch erinnern wie Die Nebel von Avalon. Das ist Marion Zimmer Bradley. Und sie hat auch sehr schöne Fantasy-Teile gelesen. Ich erinnere mich noch an die Sande und so. Und ich weiß, ich war immer in der Bücherhalle und habe die, wie gesagt, verschlungen. Deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die es eigentlich immer sehr schade fand, dass wir zu wenig Fantasy-Serien hatten. Und ich fand ja auch Game of Thrones 1. Staffel war für mich keine richtige Fantasy-Serie, wenn man so will. Richtig. Das haben wir ja auch, glaube ich, auch genug. War so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, der Direwolf im Schafspelz sozusagen, dass man halt gedacht hatte, ey, das ist ja eigentlich so eine Art Mittelalter-Serie. Und die Fantasy ist so langsam reingekreucht in das Format. Und das hat ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen, oder war halt die Geheimformel so, ne? Dass man die Leute angewöhnt hat an diese High-Fantasy-Konzepte, also Drachen und Magie und sowas. Und dadurch hat man den Weg für das Ganze geebnet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass man das eigentlich das Feld so ein bisschen eher den Gamern überlassen hat, weil ich natürlich auch sehr viel gespielt habe und gerade so Rollenspiel ist natürlich dann eher Fantasy-lastig ja auch oft gewesen. Auch eher meine Berührungspunkte tatsächlich, Diablo oder sowas wie Dungeon Siege tatsächlich mal. Witcher. Also, ja, Witcher, um ein sehr prominentes, auch aktuelles Beispiel zu nennen, bei dem ja auch noch eine Serie kommt dieses Jahr. Also da überschneiden sich ja mittlerweile auch die Disziplinen. Und deswegen natürlich ist mir bewusst, dass jeder Sender oder jede Produktionsfirma irgendwie das neue Game of Thrones sucht. Im Endeffekt finde ich aber, ist es noch nicht zu viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich kann noch ein bisschen mehr vertragen. Du kannst auch ein bisschen mehr. Ich freue mich natürlich auch. Also ich freue mich auch auf Witcher natürlich. Also ich bin gespannt auf, wie sie es umsetzen. Ich bin ja auch ein großer Fan von dieser Welt und dieser IP. Und jetzt bei Carnival Row ging es mir eigentlich ähnlich. Dass als ich den Trailer sah, dachte ich so, oh yay, endlich mal wieder eine Fantasy-Serie. Ich gebe mir mehr. Ich bin noch nicht. Ja, ich meine, Amazon ist noch lange nicht am Ende. Also wir haben es ja gerade erst mitbekommen. Das Casting für die Herr-der-Ringe-Serie ist im vollen Laufe. Da wurde jetzt, glaube ich, gerade Will Poulter besetzt.
die Besetzung kann man auch streiten, würde ich mal behaupten. Ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler. Aber man merkt, Amazon hat da noch ein bisschen was im Köcher. Netflix hat gerade Dark Crystal rausgebracht. Zu dem ich noch keine wirkliche Meinung habe, weil ich komme nicht so richtig ran an das Thema. Aber man hört ja interessanterweise nur Gutes. Mal gucken, ob vielleicht irgendwann mal die Barriere bei mir da fällt und ich mich überwinden kann. Aber klar, das Angebot ist da, gerade für Fantasy-Fans, glaube ich, so hoch wie nie zuvor und auch sehr hochwertig. Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, sorry, wenn ich noch einmal eingrätsche, dass auch die Fantasy-Fans, finde ich, immer so ein bisschen belächelt wurden und auch schlecht behandelt wurden. In so eine Nische gepackt, ne? So. Die komischen Weirdos, Genau, und auch gerade, sage ich mal, in der Literatur wurde ja immer Fantasy belächelt als irgendwie Schundliteratur und ich weiß nicht was. Und ich glaube, auch George R. R. Martin hat ja auch bewiesen, dass er einfach ein guter Schreiber ist. Und ich glaube, dass der Erfolg auch dazu beigetragen hat, dass so ein bisschen auch die Fantasy-Autoren einfach mal ein besseres Licht und auch die Anerkennung mal bekommen, die sie endlich verdient haben. Ja, absolut. Und ich meine, das Fantasy-Genre kannst du halt perfekt auch als eine Art Rahmen oder einfach nur Setting nutzen, um sehr realistische Probleme abzubilden oder Themen aufzugreifen. Du kannst halt da dementsprechend dann mit Metaphern und Allegorien um dich werfen, was Carnival Row tatsächlich sehr deutlich macht. Manchmal vielleicht zu überdeutlich und zu plump. Aber grundsätzlich hast du ja dann kreativ gesehen absolut die Freiheit zu sagen, okay, ich erschaffe eine Welt, die keine Grenzen kennt und der auf Fabelwesen existieren. Aber die Probleme, die sich denen stellen, sind absolut zu verorten in unserer Realität. Und das ist ja so ein bisschen diese Geschichte, die man hat ja auch immer Science Fiction sehr belächelt, obwohl man halt nicht, obwohl man eigentlich das Gleiche hatte, wie du gerade sagtest. Ja. Dass man natürlich Probleme der Jetztzeit einfach sehr schön reflektieren kann. Und ich finde das, deswegen finde ich das wichtig und auch interessant, dass sie es bei Carnival Row versucht haben, dann wissen wir so. Der Anspruch war da, die Ambition ist definitiv erkennbar. Kommen wir langsam mal zu Carnival Row. Kommt von René Echevarria und den du eventuell noch kennst als Autor und Produzent so von witzig, dass du's sagst. Star Trek. Ich habe nämlich Zeit, ich sah jedes Mal den Namen und dachte, wieso kommt mir der Name gerade geschrieben? Sehr markanter Name, ja. So bekannt vor. Ich habe ihn immer René Echevarria genannt. Ich weiß nicht, ob das also im Kopf wurde. Ich habe leider die korrekte Aussprache nicht nochmal gegoogelt. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung des Podcast musste ich einmal zu IMDb gehen, weil ich kam nicht drauf. Ich wusste nicht, wieso kenne ich diesen Namen im Vorspann so, gerade in diesem Vorspann. Ich hätte eigentlich drauf kommen können, weil ich selbst den Hintergrund vor mir sehe, dass es immer sehr hell war. Und ja, es ist noch ein alter Trekkie und natürlich sehr bekannt aus sogar TNG-Zeiten noch, dann Deep Space Nine und auch wieder den älteren Leuten bei euch, Dark Angel. Ja. Castle sehr, sehr auch, wie ich recherchiert habe. Und das zeigt ja schon mal, dass der 4400 auch richtig und dass er schon jemand ist, der dem definitiv im Geschäft verortet ist und schon länger mit dabei ist. An seiner Seite ist Travis Beecham mit dabei als weiterer Autor, der sowas wie Pacific Rim zum Beispiel gemacht hat und ist eher ein unerfahrener Drehbuchautor als Echevarria ist. Wir sprechen ihn so schnell wie möglich, damit uns keiner überführen kann. Diese Kombination hat halt dann sich diese Idee hier ausgekocht, die vorher zum Beginn so ein bisschen als Film geplant war. Da war auch noch Guillermo del Toro involviert. Und ich glaube, man sieht auch nach wie vor so gewisse Einflüsse von del Toro, der ja ein großer Fan ist von Steampunk oder von diesem Stil von Steampunk-Materialien oder Filmen oder Serien. Und dass hier mit einfließt, was mich persönlich auch gleich von Anfang an gereizt hat an der Serie, muss ich ehrlich sagen, weil ich mag die Machart von Del Toro sehr und seinen Film und ich fand grundsätzlich die Idee, so eine Welt aufzubauen, die so ein bisschen Fantasy mit Steampunk kombiniert, so viktorianische Stilart, eigentlich sehr reizvoll. Man kommt doch nicht drüber hinweg, sich zu fragen, wie es ausgesehen hätte Del Toro es umgesetzt, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, noch ein bisschen skurriler. Ich glaube, ein bisschen grotesker. Da war das hier vielleicht dann noch ein bisschen runtergeschraubt, was die Intensität von so welchen übernatürlichen Steampunk-Elementen vielleicht angeht, aber ich habe auch ab und zu, werde ich davon erwischt, das erwischt mich auch immer wieder, wenn ich daran denke, dass Del Toro mal den Hobbit machen sollte und was wirklich, glaube ich, relativ einzigartig geworden wäre. Der hatte, da gab es mal so ein bisschen Bilder dazu oder welches, so diese Vorschaubilder, wie nennt man das? So Mood. Oder wie halt irgendwelche Skizzen angefertigt wurden und das sah halt sehr mechanisch aus und ich finde das immer ganz cool, wie das dann eingebaut wird. Es ist witzig, dass du es erwähnst. Ich habe neulich, warum auch immer, bei YouTube so eine sehr schöne, was heißt schöne, so eine Hintergrundstoku über diese Del Toro und Hobbit-Problematik gesehen. Gibt es also sehr viel Material, Stunden über Stunden, was da schiefgegangen ist, gerade in der Pre-Production. Also
späteren Pre-Production dann zu den drei Filmen und das ist wirklich sehr traurig. Schade, aber gut, wir sprechen nicht. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 Jahre darin investiert. Ja, ja, also und wenn er irgendwo dabei ist, dann ja eigentlich sehr intensiv. Hier war das Problem dann irgendwann, dass er selbst seinen dicken, fetten Terminkalender hat. Mhm. Kam wahrscheinlich auch sowas wie bei Shape of Water rum, ne? Hat ihm ja auch einen Oscar gebracht, von daher hat es sich eventuell gelohnt. Und ja, aus diesem Film wurde dann irgendwann eine Serie, zumindest wurde es eine Serie weiterentwickelt. Und was ich nach wie vor ziemlich erfrischend finde, ist, dass Carnival Row auf keinem Buch oder so basiert. Also, dass es im Endeffekt eine originelle Idee ist, auch wenn die Versatzstücke an und für sich schon einmal schon da gewesen sind. Aber man hat sich eine eigene Welt gebaut. Ich gehe mal stark von aus mit einer eigenen Fibel, weil so eine Welt braucht Regeln, braucht eine Mythologie. Und da habe ich erstmal grundsätzlich einen Respekt vor, weil das bedeutet Arbeit. Und ich meine, erkennen zu können, dass die da reingeflossen ist in die Kreation dieser Welt. Und es ist so witzig, dass du es sagst, denn mir ging es auf einmal so, als Carnival Row dann rauskommen sollte oder der erste Trailer kam oder die ersten Berichte vom Set in Prag, dachte ich so, okay, Hanna, da kommt was Neues, das gefällt dir, holen wir mal das Buch und fangen an zu lesen. Na, so über Weihnachten oder so. Und ich so, warum finde ich denn kein Buch dazu? Ja. Und dann so, what? Okay, ja. Okay, es basiert halt ungewohnt, nicht auf einem oder? Buch, genau. Und ich dachte auch so, Gott, wie komisch, ich würde sofort ne, mein Schnelllese sozusagen Mode irgendwie anschalten und das irgendwie mal an den Sonntag irgendwie wegbingen, also wegbinge-reading, wie auch immer du es nennst. Ich war ein bisschen geschockt davon, aber auch positiv überrascht, genau wie du sagst. Ich finde aber auch, dass das, man merkt es leider auch ein bisschen. Also es hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Ne? Also, weil ich das mitbekommen habe, gibt es auch eine offizielle Seite zu Carnival Row, wo man halt mal die ganze Mythologie so nachlesen kann, auch die ganzen Figuren, die da auftreten, oder Fabelwesen. Aber es ist immer wieder so ein Drahtseilakt. Wir wissen das ja zum Beispiel von Game of Thrones, wenn irgendwann das Material vielleicht nicht mehr da ist, was adaptiert werden kann, dann fällt die Verantwortung halt den Drehbuchautoren zu. Und wenn die halt nicht in der Lage sind, das dementsprechend weiter gut umzusetzen, dann merkt man da gewisse Unzulänglichkeiten. Weil man kann sich, wenn man eine Buchvorlage hat, immer noch so ein bisschen darauf stützen. Ne? Man kann das abzapfen. Und wenn man nichts hat und nur auf sich alleine gestellt ist, dann kann das Vorteile mit sich bringen, aber eben auch irgendwann vielleicht durchstrecken. Ja, und du merkst einfach auch, wie tief dann Fantasy-Autoren einfach die Mythologie auch aufbauen und wie viel Material da drin ist. Ja. Wie viel, ich meine, wir haben es ja auch gesehen in Game of Thrones oder auch in vielen anderen Fantasy-Serien, auch wie aufwendig teilweise dann auch Sprache nachgebaut wird. Gut, die war jetzt teilweise nicht in den Büchern drin, aber der, ne, der ist einfach mehr Stoff, du hast es gerade gesagt. Und hier fand ich, merkte man, dass manchmal, es war sehr schön, mal was sozusagen eine neue IP dann auch zu sehen, ohne literarische Vorlage. Manchmal dachte ich aber auch, es ist ein bisschen dünn. Ich würde so gern mehr wissen. Absolut. Ich glaube, das ist das große Gefühl, was am Ende bleibt. Darüber werden wir noch sprechen. Man möchte mehr erfahren, einfach mehr wissen, auch zwischendurch. Aber bevor wir weiter so kryptisch drum reden, nochmal ganz kurz zusammengefasst, um was es eigentlich geht in Carnival Row, nach unserem kleinen Vorgeplänkel. Im Endeffekt, die Geschichte spielt in der Großstadt The Burg. Wir haben gerade noch mal ein bisschen diskutiert, wie man es denn eigentlich richtig ausspricht. Wir hoffen, es ist so. Man kann sich so vorstellen, wirklich eine Riesenmetropole. Ich glaube, sogar die Hauptstadt der Republik von The Burg, die so heißt. Wie ist sie, The Burg? Die Republik von The Burg, ja. The Burg. The Burg, The Burg, The Burg. Rouge, wie wir sie liebevoll gesagt haben. Und da folgen wir im Endeffekt einem polizeilichen Ermittler, der heißt Rycroft Featherstraight, ein fantastischer Name. Wir kürzen ihn besser ab mit Philo. Gespielt wird der von Orlando Bloom. Wir kennen ihn aus Herr der Ringe zum Beispiel, wo er den Legolas gespielt hat, eine der prominentesten Rollen. Der sich relativ gut gehalten hat, finde ich. Definitiv, definitiv. Und er ist auf der Suche nach einem Mörder. Es gibt mehrere Todesfälle in der Stadt, die relativ brutal sind. Auch sehr grafisch tatsächlich dargestellt. Ich war ganz froh, dass es so dunkel war. Ja, da haben wir wieder Licht und Schatten im wahrsten Sinne. Während er nach diesem Mörder sucht oder versucht, diesem Rätsel nachzugehen, trifft er gleichzeitig auf eine alte Flamme, und zwar die Fae. Witzig, dass du sagst alte Flamme, auf die Liebe seines Lebens. Ja, die Fae oder Fee, je nachdem, wie wir es jetzt aussprechen wollen, Vignette Stonemoss, gespielt von Cara Delevingne, die einige vielleicht kennen aus Filmen wie Suicide Squad, wo es nicht sehr gut war. Es gab diese eine diese Liebeskomödie oder diese Coming-of-Age-Liebessache, Paper Town oder sowas, glaube ich, war sie da mit dabei. Ja. Und dann hat sie noch in diesen Luc Besson-Film mit dem Valerian, ja. Wo sie gar nicht so schlecht war. Wo sie auch, da war Dan DeHaan wesentlich schlechter, ihr Szenenpartner. Sie war da ziemlich gut. Und ich habe nach wie vor gutes, also ich möchte nach wie vor Cara Delevingne auch nicht abstimmen, als schlechte Schauspielerin. Delevingne oder Delevingne? Delevingne, Delevingne. Ich finde, Delevingne hat irgendwas Melodisches, also deswegen sage ich immer Delevingne. Okay. Aber wir können gerne Delevingne sagen. Wir werden alles falsch aussprechen hier genau, übrigens. Richtig. Das Risiko ist gegeben bei dieser Serie, definitiv. Auf jeden Fall spielt sie halt diese Fae und sie dachte eigentlich immer, dass ihre große Liebe Philo gestorben ist vor einigen Jahren.
Jetzt trifft sie auf ihn wieder, dadurch gibt es natürlich so einen Konflikt zwischen den beiden, der so nebenbei abgehandelt wird. Ansonsten geht es eigentlich grundsätzlich um die Suche nach diesem Mörder oder nach dem Täter von diesen Mordfällen. Und nebenbei tun sich noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze auf, zum Beispiel die Beziehung zwischen einer elitären Nobelfrau und einem Puck. Das ist so ein menschenähnliches Wesen mit Hörnern am Kopf und Hufen halt. Finde ich übrigens sehr schön. Das sah aus wie so ein Widder, fand ja, ich. Ja, so ein bisschen, ne, so ein menschlicher Widder. Dann generell politische Unruhen in der Stadt, weil diskutiert wird, inwiefern The Burg noch weitere Flüchtlinge aus irgendwelchen Ländereien aufnehmen kann. Wie geht man mit diesen Fabelwesen um? Ist eigentlich relativ eindeutig zu erkennen, um was es geht. Flüchtlingsthematik, Rassismus. Rassismus, genau. Auch ignorantes Verhalten gegenüber diesen Kriegsflüchtlingen, die halt aus Ländern kommen, die halt oder aus Regionen kommen, die halt wirklich auch von diesem Land mit bekriegt wurden, wo sie jetzt Asyl suchen. Also alles relativ nah am Nabel der Zeit. Und in diesem riesen Mischmasch passieren halt viele verschiedene Dinge. So, und mehr möchte ich eigentlich gar nicht inhaltlich dazu sagen. Es ist ganz grob zusammengefasst, wo so wir uns ungefähr wiederfinden. Und da liegt, wie ich finde, schon eine der großen Stärken und gleichzeitig großen Schwächen der Serie. Denn ich finde nach wie vor, dass Carnival Row dem Zuschauer oder den Zuschauern unfassbar viel anbietet und auch viele interessante Fässer aufmacht, sich aber natürlich dabei fast schon zwangsläufig überhebt. Und irgendwann einfach nicht mehr die Kontrolle hat über die verschiedenen Dinge, die überall passieren. Du nickst, aber Hanna, bitte fahre gerne das ein bisschen weiter fort oder führe aus. Ich glaube, das beste Verb, was mir dazu eingefallen ist, ist, dass man sich so ein bisschen verzettelt hat. Ich fand den, potenziell, es sind 8 Folgen, du hattest es gesagt, ich fand den Anfang stärker als das Ende. Ich finde, gerade am Ende merkt man, dass es einfach zu viele offene Seitenschauplätze sind, die einfach nicht funktionieren. Komischerweise finde ich, dass auch die Hauptstories haben was wahnsinnig Positives alle und dann haben sie wieder was wieder nicht funktioniert. Es ist ein ewiges Mischmasch. Ich kann auch nicht mal sagen, was mein Lieblingsteil ist, weil selbst mein potenziell der Teil, den ich am meisten mochte, hat auch wieder wahnsinnige Probleme. Ich finde den, man kommt sehr gut rein in die Serie, fand ich persönlich. Ja. Ich fand auch, man sollte eigentlich so 3 Folgen vielleicht aushalten, weil ich finde, das ist eigentlich so ein schöner, wo man gut weiß, wohin es irgendwie hingehen soll und was da passiert. Weil doch der Pilot doch auch ein bisschen verwirrend ist, gerade durch den Einbau. Und dunkel. So unfassbar dunkel. Durch den Einbau, aber sehr schön beleuchtet. Ja. Durch den Einbau der Mythologien. Ich möchte aber sagen, ich finde, es sieht teilweise wahnsinnig gut aus. Also ich finde, Bloom und Delevingne, werde ich sie jetzt nennen, funktionieren unheimlich gut. Ja. Ich finde, diese Feenmythologie mit den Flügeln sieht super aus. Ich wurde auch nie eigentlich müde, es zu sehen. Ja. Ich fand immer, wenn sie nicht flatterten, sahen sie aus wie so ein schlechtes Cape. Ich fragte mich aber auch, wie viel Fatcons und Comic-Cons irgendwann diese ganzen hängenden Flügel irgendwann zu sehen sein werden. So halbgares Cosplay. Set-Design in Prag fand ich war auch sehr interessant. Du hattest es erwähnt, dieses bisschen steampunkige, viktorianische London, dann aber auch mit einem sehr festlandeuropäischen Touch. Wir sehen es zum Beispiel in diesem sehr schönen Klinker, fand ich, von dem Regierungsgebäude in der Mitte, was ja eher so ein bisschen holländisch oder flämisch oder was auch immer oder selbst deutsch sogar aussah. Ich hätte ein bisschen Budapest im Kopf. Ich glaube generelle Großstädte mit riesen Flüssen in der Mitte, die halt so ein bisschen verschiedene Teile dann sich aufteilen und die halt dann auch The Burg hat ja, glaube ich, noch dann einen Zugang zum Meer oder so, was er dann noch illustriert. Und es dampft und du hast diese eisernen Schienen. Ich fand ein bisschen schade, dass wir immer diese blöden Schienen sehen, aber nie den Zug. Ne, wo ich dachte, ich hätte mich so gefreut. Man sieht ihn, glaube ich, im Intro irgendwie in der Ferne hin und her fahren. Ja, du hast ihn auch im Trailer, weißt du, so den Lockdown sozusagen vorbeifahren. Aber ich dachte mir, dann zeig mir doch eine Szene in dem Scheißzug. Ja. Hätte ich sehr gern gesehen. Naja, aber mein Fazit ist eigentlich, und du hast es ja auch schon angedeutet, ich finde es schön, es zu schauen. Und ich glaube, jeder sollte selber entscheiden nach 3 Folgen, ob diese Geschichte ihm reicht und ob die Zerfleddelung und Zerzettelung, ob er drüber hinwegschauen kann, durch viele andere schöne Momente, sei es durch Schauspielerei, durch Setdesign, durch tolle Kostüme, durch einen sehr schönen Score auch. Also so vieles passt. Und man muss sich, glaube ich, dann nur fragen, ob das Mischmasch einem reicht und ob man über viele komischen Plotholes und Storylines hinwegschauen kann. Ja, das Gemeine ist ja, du sagst ja, ich würde auch sagen, so 3 Episoden ist immer eine ganz gute Faustregel jetzt auch für diese Serie. Die 3. Episode ist tatsächlich ziemlich interessant, weil da halt diese Mythologie sehr klar so ein bisschen gemacht wird. Gerade wo die Fae herkommen, so ein bisschen Geschichte wird halt einfach erzählt, wie es überhaupt zur Situation kommen könnte, dass jetzt The Burg halt so überschwemmt wird mit vielen Kriegsflüchtlingen und wie man damit die Situation umgehen kann oder was
man sich einfallen lassen kann als Politiker oder Verantwortlicher in dieser Situation. Und in der dritten wird es halt so ein bisschen etabliert und das macht Spaß, weil da wird eine Welt geöffnet oder eine Tür zu einer Welt geöffnet, wo du sagst, oh, da gibt es so viel Potenzial und es ist so spannend. Und da kommt wieder der Gedanke bei mir, gut, die haben keine Grundlage, die haben jetzt einfach sich wahrscheinlich hingesetzt und angefangen zu plotten und zu überlegen, was möchte ich haben? Ich möchte diese Wesen, ich möchte dieses ferne Land, das nennen wir irgendwie Tabarabia oder sowas, was weiß ich. Tamarind. Ich denke mir irgendeinen Fantasienamen aus, finde ich cool, finde ich spannend, da bin ich auch so ein bisschen Kind, bin ich ganz ehrlich. Ich kann mich da fallen lassen in so eine Fantasiewelt und sagen, okay, komm, nimm mich einfach mal mit. Und du siehst Zeppeline. Ich liebe Zeppeline. Zeppeline ist das unterschätzteste, na gut, es gibt ein sehr schlechtes, prominentes Beispiel, warum Zeppeline nicht so cool sind, aber trotzdem, Zeppeline werden zu selten irgendwo gezeigt und genutzt und gerade in so einer Welt wirkte sehr, sehr cool und auch sehr passend, also kleiner Spoiler, es gibt Zeppeline in Carnival Row, wenn man sie nur einmal sieht. Ein definitives Highlight. Ja, aber dann tut sich ja diese Welt auf und denkt sich so, ja komm, ich habe offene Augen, ich möchte alles sehen, was sie mir gibt. Und dann merkt man, dass sich die Serie, und das ist glaube ich dann generell so grundsätzlich ein Problem, wenn man halt eine Serie erzählen will, sie wollen halt irgendeinen Plot haben. Und was macht man für einen Plot? Okay, das Einfachste, was man machen kann, ist halt zum Beispiel eine Murder-Mystery. Also wir integrieren irgendwie einen Mordfall oder mehrere Mordfälle, die eine der Hauptfiguren beschäftigt und dadurch haben wir erstmal so einen roten Faden, an dem wir uns immer wieder entlanghangeln können, wenn wir Probleme bekommen, wenn wir zu weit irgendwie rumlaufen in unserer Welt. Und ich kann dieses Bedürfnis verstehen, sich so einen Anker zu setzen, aber der Anker ist teilweise dann so unspektakulär für mich gewesen, dass ich sage, okay, diese Murder Mystery, die gibt mir jetzt persönlich nicht viel, die gibt mir nicht viel Spannung, die ist immer da, so als Rückfalloption und ich hätte irgendwie mehr Interesse gehabt, die Welt zu ergründen mit anderen Figuren oder mehr mit den Figuren Zeit zu verbringen, als irgendwie irgendeinen Schattenmann zu suchen, der in der Stadt umgeht oder was auch immer in der Stadt umgeht. Ich gebe dir absolut recht, vor allem, weil die Murder Mystery auch nicht sonderlich interessant war. Nee. Ist klar, sie hat jetzt sozusagen, da kommen wir später noch drauf im Spoiler-Teil. Das Ding ist aber, ich sehe es genauso wie du. Ich hatte das Gefühl, sie haben die Murder Mystery reingedrückt, weil sie selber sich nicht sicher genug waren, ob ihre Welt reicht. Ja. Und ich finde, sie hätte gereicht, absolut. Und sie hätte halt der Welt auch mehr Zeit gegeben, um unsere Gefühle in dieser Welt und das Verständnis sozusagen mehr aufzubauen. Ich hätte auch einen politischen Plot vielleicht gar nicht uninteressant gefunden, wenn man da ein bisschen mehr Fokus reinsetzt. Den kriegen wir irgendwie so ein bisschen, aber halt nur irgendwie genau, so ein bisschen. Genau, und ich finde auch genau wie du, erstmal habe ich die Schnauze voll von Crime. Ich kann es nicht mehr sehen, wirklich, es langweilt mich zu Tode. Ich fand sowieso hier, das war auch, wirkte wie so eine Jack the Ripper-Verfilmung, ja, irgendwie. Ich musste oft an The Alienist denken, tatsächlich. Netflix mit Daniel Brühl und Dakota Fanning und Luke Evans. Und da wirkte allein von den Kostümen, von der Art. Und dann kommen immer diese kernigen Einzeiler von diesen. Das ist so langweilig. Du siehst ihn dann immer in den Raum gehen, wo irgendwie eine Leiche mit wahnsinnig viel Gedärmen irgendwie rumhängt. Und ich dachte mir auch so, Gott, diese 10 Minuten, wo er auch da erstmal reinläuft in diesen Raum, who cares? Wen interessiert das heutzutage noch? Wer findet das spannend? Ja, es war für mich dann auch leider so ein bisschen enttäuschend, dieser Teil. Ich glaube, wir sind nicht so blind, die Notwendigkeit davon nicht zu verstehen, beziehungsweise die Gedanken, die sich halt die Macher dahinter gemacht haben. Aber gleichzeitig denkt man sich so, ach, wenn ihr euch mehr zugetraut hättet oder mehr Vertrauen gehabt hättet in euer eigenes Werk, genau, dann wäre vielleicht doch was noch Originelleres rausgekommen, was nicht so ganz so abgedroschen ist. Weil das ist ein Wort, was mir immer oft oder immer wieder in den Kopf gekommen ist, als ich Carnival Row geguckt habe. Es war teilweise derbe abgedroschen, also so richtig uninspiriert. Eine coole Welt, aus der leider zu wenig gemacht wird. Ja, vor allem, es fällt halt so doppelt auf, weil du hast so interessante Sachen und daneben dann diesen abgedroschenen Plot, der vielleicht in einem normalen, in Anführungsstrichen, Nicht-Fantasy-Raum vielleicht noch einigermaßen funktioniert, weil Leute irgendwie gerne Crime gucken, was auch immer. Aber hier fällt es halt so extrem auf, weil es teilweise so kreativ und interessant ist und dann wieder so abgedroschen, sprich doppelt abgedroschen. Ja, das ist leider somit das größte Problem, was Carnival Row für mich persönlich hat. Und du hast es vorhin schon erwähnt, ansonsten findet man halt eigentlich so viele Handlungsstränge, wo man sagen kann, okay, den gucke ich mir ein bisschen genauer an und der gibt mir was. Also ich musste auch zugeben, dass mir die Beziehung zwischen Philo und Vignette durchaus zugesagt hat und ich fand es auch gut, dass sie sich da ein bisschen investiert haben. Aber da wird auch von einem klassischen stereotypischen Element ins andere gewartet so ein bisschen. Also man kann das auch alles irgendwie mal vorhersehen und gleichzeitig merkt man, ach, die geben schon alles und die wollen irgendwie in dieser Welt gemeinsam funktionieren und ich möchte das gerne gut finden, aber irgendwas fehlt immer. Immer dieses gewisse Etwas, wo ich sage, das fühlt sich jetzt doch irgendwie spannend an oder neu und anders. Ich hatte das ähnlich wie du. Ich fand, der Aufbau war sehr schön. Also ich habe
geglaubt und ich fand auch die Chemie der beiden klappte sehr gut und ich habe, wie gesagt, emotional akzeptiert, dass die sich besonders mögen und dass sie sich lieben und dass es die Liebe ihres Lebens ist. Sollen wir schon so weit schon spoilern oder Wir nicht, was könnten dann jetzt, wir machen passiert? jetzt schon mal eine kleine Spoilerwarnung, Oder ich glaube. weil dann machen wir erstmal den Handlungsstrang. Spoilerwarnung zu Vignette und Philo. Okay. Und dann also dann flieht sie ja, gelingt es ja auch dann sozusagen zu fliehen nach The Burg und sie trifft ihn dann ja wieder, obwohl sie glaubt, er sei tot und er ihr ja auch, sag ich mal, oder deutlich machen wollte, dass er tot sei. Um sie zu schützen, was auch so ein bisschen, ja, Ach. tausendmal gesehen. So, genau, es ist auch also genau nichts Neues. Aber dann habe ich das Gefühl, er ist so, ja, schön, dass du wieder da bist. Und nun? Ja. Also er fängt seine Affäre, die er weiterhin hat mit seiner Vermieterin, was ja auch okay war, fand ich. Aber ich denke immer so, dann versucht er die dann zu festigen. Er geht mit ihr essen, ne? Er erzählt sozusagen sein Geheimnis ihr, wo ich dachte, die Liebe deines Lebens ist gerade in der Stadt. Versuch doch vielleicht irgendwie noch ein bisschen an dieser Beziehung irgendwie zu arbeiten oder sowas. Aber es wirkt so, als ob er wirkt sehr blank, also sehr blank dann auf einmal in der Reaktion, dass sie auf einmal da ist. Ja. Und dann dachte ich immer, warum macht ihr das so? Warum schreibt ihr das so? Lass sie doch einmal auch drüber reden, was passiert ist, ausgehender. Lass sie doch mal diskutieren, was jetzt passiert. Aber sie ist in der Das ist das. Stadt und für ihn ist es einfach so, ja, pff, ich gehe jetzt mal essen heute Abend. Das ist so ein bisschen auch What? das Problem, was sich dann am Ende auch zeigt, finde ich. Denn da ist auf einmal wieder ein starker Bund zwischen den beiden zu erkennen, weil dann irgendwie wahrscheinlich gemeinsame Traumata oder Dinge, die sie erlebt haben, sie wieder zusammenbringen. Aber ich hätte es halt wesentlich befriedigender gefunden, wenn halt in den Mittelteil der Staffel halt eher etabliert werden würde, warum sie wieder zueinander finden, warum sie doch eine Beziehung haben, die nicht so einfach wegzukanzeln ist. Weil am Ende habe ich den Eindruck, dass halt gerade Vignette sagt, sie ist doch noch unsterblich in ihn verliebt. Aber es kommt so. Und es kommt wirklich so aus dem Nichts und da fehlt halt so ein bisschen das Fleisch. Also es fehlt irgendwie dieser Aufbau dahin und es ist alles eher am Plot gehangen, als dass die Charaktere sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, was sie aneinander haben. Meine Theorie ist, und ich fand, das war sehr, sehr auffällig, und deswegen bin ich auch nicht sonderlich happy mit den letzten drei Folgen, also 6, 7 und 8, weil der Fokus ist dann zu 100% auf Philo. Okay. Verstehe ich vielleicht ein Können wir Stück gleich weit nochmal aus erläutern, dem. warum das so ist, ne? Genau. Aber fahr es mal Und fort. was macht Vignette oder Vinny, glaube ich, wird sie ja manchmal auch genannt. Sie sitzt halt im Gefängnis. Gut, das ist ein großer Teil. Ich fand sowieso dieses Ganze mit ihrer Bibliothek. Ich dachte ja auch, heißt das denn, dass er eigentlich sozusagen den Ort der Bibliothek verraten hat? Müsste er ja eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie das noch aufmachen, ob da noch ein Verrat irgendwo schlummert oder ob die einfach die Bibliothek gefunden Nee, aber haben. das Ding ist, wäre ich sie, wäre das doch eine Frage, die ich ihm stellen würde. Und Durchaus, das wäre doch ja. durchaus auch ein Konflikt, den man hätte nutzen können, damit sie vielleicht auch mal wieder reden oder sich Wobei, treffen. glaube ich, da das Grundvertrauen im Fall ist, dass das nicht macht, gerade mit der einen Sache, die noch enthüllt wird. Na Aber da gut, können wir aber gleich das war zu. sozusagen so ein Punkt. Sie dreht dann ja so ein bisschen durch, sitzt im Gefängnis und eigentlich ist das sozusagen alles, was sie zu tun hat am Ja. Ende. Sie sitzt im Gefängnis, sie warnt ihn, sie beschützt ihn und dann liebt sie ihn wieder auf einmal. So dieses typische, er ist unser Held, er löst den Mord, die Lady verliebt sich in ihn. Sie hat Und noch die so Begründung. diese Pseudo-Rolle später inne, dass sie ihn noch rettet tatsächlich, aber das ist halt auch so, es fühlt sich halt null verdient an. Es ist So. halt so ein richtiges, okay, was machen wir jetzt, damit wir uns so irgendwie, damit es nicht so schlecht aussieht und wir wirklich sie noch ein bisschen nutzen am Ende, aber wir packen sie noch hin, dass sie ihm hilft. So, aber du, genau, du machst alles, was sie tut, macht sie nur noch für ihn. Und ihre Entwicklung und ihr sozusagen Leben jetzt in The Burg ist komplett obsolet, obwohl das ja eigentlich wirklich spannend war. Die ganze Absolut. Feengang. Ich dachte ja auch so, jetzt nimmt sie einen schwierigen, gefährlichen Job an. Ja. Dann chattet sie mit den Leuten auf der Straße und ist irgendwie die Lottoverkäuferin, wo ich Ja. dachte, what the fuck? Meine, was habe ich auf Twitter gelesen? War, glaube ich, Michael McKean hat es rausgehauen, der Schauspieler hier aus Better Call Saul, der den Chuck Jörg spielt, der hat ja gesagt: Warum heißt es eigentlich nicht Pixie Blinders? Also von Peaky Blinders, weil ich fand es eine super coole Idee, weil Vignette tritt ja dann so einer Bande bei und Total. das ist ja nochmal eine ganz eigene Welt innerhalb der Welt, die sich rein theoretisch da öffnet und du kannst da so Subkulturen aufmachen. Du siehst ja auch verschiedene, du siehst diese Pucks, diese religiösen Fanatiker, die sich dann so. Aber das ist wieder so ein Ding, was reingekippt wird in den Topf und hoffen, dass es irgendwie schmeckt, aber es wird nicht ausformuliert. Und da denkt man, da gibt es so viele verschiedene Straßen im wahrsten Sinne, die man in The Burg erörtern könnte. Und alles wird halbgar gemacht oder halt kurz angerissen und dann vergessen. Nee, und sie haben leider, glaube ich, nicht geschnallt, dass eigentlich ihr Charakter, wie sie jetzt sozusagen als Außenstehender in diese Welt kommt, sehr viel interessanter ist als sein doofes, sage ich mal, Vergangenheitsbewältigung, und seine Murder-Mystery. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Grund, warum vielleicht dann Philo der große Fixpunkt ist.
Da haben sie sich vielleicht so ein bisschen verrannt darin. Und zwar, jetzt spoilern wir wieder ein bisschen im Charakter. Ich glaube, jetzt spoilern wir komplett. Wir sitzen also im Bereich, wo wirklich alles passieren kann. Aber ich glaube, kurzes Fazit noch. Würdest du die Serie empfehlen? Oder hast du sie deinen Freunden empfehlen? Achso, so zu Fazit. Sorry. Ich habe nach wie vor, schlägt was in meinem Herz für diese Serie. Also ich finde nach wie vor die Ideen cool, die sie haben. Ich mag auch den Cast irgendwie ganz gerne. Also ich finde, da ist so viel drin, was mich anspricht. Aber es gibt auch so viel, was man verbessern kann. Und ich sag lieber viele Dinge sehen, die man verbessern kann, die vielleicht auch verbessert werden, das Potenzial der Nutzen für die Zukunft, als wenn es gleich so eine richtige Dead on Arrival ist. Also sprich, es ist jetzt schon Mist. Und deswegen würde ich es nach wie vor Leuten empfehlen, glaube ich, die auf eine relativ unkomplizierte Fantasy-Geschichte Lust haben. Weil sie ist eigentlich erstmal sehr unkompliziert, finde ich. Also sie hat Potenzial für was Großes, Komplexes, aber grundsätzlich kann man erstmal diese erste Staffel sehr einfach runterbrechen in dem, was sie ist. Auch wenn sie einen manchmal irgendwie überwältigt mit den ganzen Inhalten. Aber grundsätzlich ist es nicht schwer, da irgendwie reinzukommen. Ist so mein Eindruck. Deswegen würde ich erstmal sagen, ja, gibt dem eine Chance. Ging mir komischerweise genauso. Ich finde auch, ganz ehrlich, auch super, dass es 8 Folgen sind. Ja. Stell mir vor, das wurde jetzt, diese Storyline wäre auf 13 irgendwie Ich weiß nicht, wo die 5 Folgen woher nehmen würden, in der Art, wie sie bisher die Geschichte geschaltet haben. Und deswegen würde ich auch wirklich sehr, sage ich mal, klassisch, BWLerisch argumentieren im Sinne von, die 8 Stunden, finde ich, sind okay, dass man sie dafür nutzt. Und ich finde, 3 sollte man auf jeden Fall investieren. Und wenn einem diese Storyline oder wenn einem die sehr klischeehaften Wendungen too much sind, dann kann man gerne aufhören. Ich finde, man sollte aber fast reinschauen, weil ich es auch interessant fand. Und ich finde auch die Diskussion danach interessant, weil man so schön auch selber realisiert, wie Plotting funktioniert. Ja. Ich finde es fast wie so eine Lektion im Drehbuch schreiben. Nicht guten Drehbuch schreiben, sondern eher, wie man halt wirklich teilweise den einfachsten Weg geht, des geringsten Widerstandes sozusagen, ne? Und dann einfach hofft, dass das irgendwie erstmal funktioniert. Vielleicht wollten sie auch erstmal raus in diese Welt und dann vielleicht haben sie schon bessere Idee für die zweite, wissen wir nicht, können wir nur spekulieren. Auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen was zum Spoilerteil, denn ein wichtiger Punkt, du hast es gerade schon erwähnt, Philo ist der Fixpunkt, ist so, und das hat einfach damit zu tun, dass er tatsächlich eigentlich im Zentrum dieser Morde steht. Alle Morde, wie sie später herausstellt, sind irgendwie in Verbindung mit ihm. Zum einen ist es tatsächlich seine Mutter gewesen, die zuerst umgebracht wurde. Dachte, dann das haben wir doch auch schon zigmal gesehen, oder? Dass der untersuchende Detektiv einfach einen persönlichen Zugang hat zum Killer. Ja. Vollkommen richtig. Also das ist, deswegen, da ist nichts irgendwie drin, wo du sagst, okay, verstehe. Was ich aber der Serie zugutehalten muss, und das hat bei mir überraschend funktioniert, das ist, glaube ich, auch Ende der fünften Folge, als er registriert oder erkennt, dass es seine Mutter war und dass er selbst eine Fee gewesen ist. Ein Fee? Gibt es ein männliches Wort für? Der Fee? Eine Fee? Du musst es gendern jetzt. Ein Fee. Keine Ahnung. Und da gibt es halt auch so Musikstücke oder auch so Kompositionen, die unfassbar manipulativ sind, aber bei mir sehr gut funktioniert haben und wo auch Orlando Bloom für mich überzeugt in der Szene, diese Art oder diesen Moment der Erkenntnis. Und auch wenn ich habe mir das schon gedacht, ich glaube, vieles denkt man sich, wenn man sich die Serie anguckt, vieles erwartet man, auch das, was dann am Ende passiert, aber es hat bei mir tatsächlich Früchte getragen, war ich überrascht. Ich gebe dir recht, weil ich finde auch immer diese Vorstellung, dass man sozusagen so etwas abschneidet, finde ich immer sehr, ja, sehr, ne, das ist sehr schmerzhaft. Und außerdem hat er auch einen schönen Rücken, nur mal so by the way. Das ist sehr wichtig, ja. Hat bei mir auch funktioniert. Ich fand auch das Musikstück sehr schön. Es hat auch, war interessant, klingend, absolut. Ich fand auch ganz schön, dass man nicht vorher noch die Mutter irgendwie in so einem Side-Character eingeführt hat, sondern dass man einfach in Anführungsstrichen ihren sehr brutalen Tod sah. Und dann diese Geschichte rausgeholt hat. Ich fand, das war eigentlich eine ganz, ganz gute Lösung. Trotzdem hätte ich so gerne noch mehr erfahren, was das jetzt noch mehr bedeutet, allein physisch für ihn. Ich fand sowieso, dass ich die Feen sehr schlecht definieren konnte. Also sie waren ja, glaube ich, relativ, sie sind ja eigentlich sehr mächtig. Also ich denke ja eigentlich in dieser Welt, wo es Menschen, andere Wesen und Feen gibt, sind ja Feen eigentlich overpowered, weil sie fucking fliegen können. Ja. Aber sie werden ja auch, glaube ich, so gezeichnet, als sind sie relativ friedfertig und eher passiv, sage ich mal. Und sind jetzt auch keine, die besonders, sie haben ja keine Gewehre oder irgendwie sowas. Ne? Das haben wir auch gesehen dann in der dritten Folge. Trotz dessen hätte ich gerne noch gewusst, ob sie noch irgendwie andere Fähigkeiten haben. Oder ob sie, wie lange sie fliegen können. Oder, ja. Ne? Man hat es ja so ein bisschen auch wieder angedeutet gesehen, dass das Einkorsettieren oder wie auch immer man es nennt. Ja.
Ich hätte, komischerweise hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht, ob er noch Phantomschmerzen hat, ob er deswegen vielleicht besonders klug ist oder besonders auch kräftig ist oder gut kämpfen kann oder irgendwas. Ich fand, es war so eine interessante Storyline, wo ich mir einfach mehr Infos von gewünscht hätte. Ja, also da, soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ich dachte mir so, ja, also wenn das... Wie schwierig es ist zum Beispiel, ob es viele von diesen, sag ich mal, halb Mensch, halb Feen gibt. Weil de facto, ich meine, so banal ist, also so krass es jetzt klingt, du siehst ja de facto nichts. Also so blöd es klingt, viele Vorurteile oder Rassismus entsteht ja auch dadurch, dass Unterschiede direkt gesehen werden können. Das ist ja leider so. Und jetzt bei ihm war es ja immer so, entweder er sagt, ja, ich bin's oder nein, ich bin's nicht. Ist einfach ein bisschen, ja, es ne? ist halt so ein so ein Zwischending irgendwie. Und deswegen ist es auch nicht einfach, ihn irgendwie deswegen, oder generell ist es ja erstmal falsch, ihn deswegen zu beurteilen oder zu verurteilen. Jetzt in der Position ist es für ihn, glaube ich, dann natürlich immer wieder interessant, dann sich zu entscheiden oder wichtig zu entscheiden, als was sieht er sich selbst. Genau. Eine eigene Identität zu finden, wie identifiziert er sich, ist er mehr Fee, mehr Mensch, ist er vielleicht irgendwas dazwischen? Und das ist auch nicht schlimm und damit kann er auch zu gut leben. Und davon hätte ich mir eigentlich noch mehr gewünscht, sozusagen, wie er auch im Umgang mit Feen in The Burg zum Beispiel ist. Oder ich kann es gar nicht definieren. Ich fand leider, dass dieses interessante Thema mir irgendwie zu schnell abgehandelt wurde. Und dass es für ihn eigentlich mehr darum ging, herauszufinden, warum der Killer jetzt diese Person umbringt, die einen direkten Kontakt zu ihm haben. Klar, wichtiger Punkt. Aber dass die Suche nach sich selbst hat bei mir emotional nicht so ganz funktioniert. Nee, da wurden halt gewisse Momente halt hervorgerufen. Zum Beispiel dieser Moment, als er erkennt, wer seine Mutter ist und wer er ist oder was er ist, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Und von da dachte ich auch so, oh, das ist ja spannend. Das müsste für ihn jetzt so super einschneidend sein. Das müsste jetzt müsste ja irgendwie eine ganz neue Welt für ihn aufgehen. Und die blieb aber erstmal verschlossen. Ich sage erstmal, weil ich tatsächlich glaube, dass das noch kommen könnte. Und ich fand es so schade, dass sie dann versucht haben, den Konflikt, den er auch mit sich selber und mit anderen durchlebt, mit seiner Geliebten zu bauen. Weil das, finde ich, hat überhaupt nicht funktioniert. Er erzählt es ihr ja und sie ist dann total entsetzt und schickt ihn weg. Wo ich aber denke, er wirkt trotzdem immer noch relativ passiv und ja, ist mir auch egal. Weil das haben sie halt vorher so aufgebaut, dass diese Liebesgeschichte ihm eigentlich nichts bedeutet. Ich fand sowieso, also dafür, dass sie dann anscheinend da eine große emotionale Reaktion haben wollten bei dieser Beziehung, dafür war die halt zu sehr unterfüttert. Also da gab es überhaupt nicht die Grundlage dafür, dass sich das im Endeffekt dann anfühlt, als wäre es wertig. So, und der emotionale Payoff war dementsprechend halt auch gleich zero, als es ihr dann erzählt und weggedrückt wird. Ich habe mich generell gefragt, warum er ihr es jetzt erzählt, weil hat er dann die Hoffnung, Sinn. Wirklich mit ihr jetzt eine richtige Beziehung einzugehen und dafür... Das ist halt dann ein bisschen eigenartig, ja. Nee, das stimmt schon. Aber dennoch, es bleibt ja dabei, dass Philo sozusagen dann dadurch halt das große Ding in der Mitte ist und dass sich alles dreht. Das ist ihm dann vielleicht dann jetzt im Nachhinein auch aufgefallen, dass es vielleicht zu philozentrisch gewesen ist, um es mal so zu formulieren. Weil es kommt noch ein dickeres Stück dazu. Er ist auch noch der Sohn des Kanzlers, gespielt von Jared Harris, der komplett verschenkt ist. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich fand, er hat nichts zu tun bekommen. Und wenn, dann war das auch relativ, ich sag mal, unter seinem Talent würdig, was von ihm verlangt wurde, war vollkommen okay. Aber der ist halt wesentlich mehr imstande als das, was er hier abliefern musste in seiner Rolle als Chefpolitiker von The Burg. Und ja, er ist halt das uneheliche Kind von ihm und dadurch rein theoretisch auch der Nachfolger, wenn er abdankt. Aber er hat auch einen Sohn, der aber eigentlich nicht sein Sohn ist. Und dann wird es richtig Seifenopermäßig am Ende, weil dann hat dieser Nicht-Sohn von ihm eine Affäre mit seiner Schwester. What? Was passiert jetzt? Und da war ich dann irgendwann so, Leute, was habt ihr euch denn jetzt noch ausgekocht in der letzten Folge? Ja, und die Mutter, die aber eine Affäre hatte von dem Nicht-Sohn, ist die Killerin und hat dieses Monster Korrekt. Geholt. Wo ich dachte, nur dadurch, dass sie... Es ist so schamlos, wie alle Fäden am Ende nochmal unbedingt... zusammengeführt werden. Was mich sehr störte daran war, man hat es jetzt sozusagen bewusst, ich glaube, wir machen es auch gerade sehr deutlich, verkompliziert. Ich fand aber die Motivation der Mutter, in Anführungsstrichen, die wir ja auch kennen hier, Varma. Ja, Indira Varma. Genau, ich denke ja immer an hier Rome. Ilaria Sand oder halt natürlich Rome, genau. Rome oder Luther zum Beispiel. Ja. Ne? Das waren so die ersten Momente, wo ich mir ihren Namen mal versucht habe zu merken. Auch sehr vergeudet, finde ich, leider. Obwohl sie auch manchmal, finde ich, sehr overplayed, overacted. Generell finde ich, dass viele überspielt haben an den Darsteller und Darstellerin, aber das war immer okay. Ich dachte, ich lasse mich darauf ein. Was mich nur so störte, dieser Plot, sie ist motiviert davon, weil sie möchte, dass ihr unehelicher Sohn der eigentliche Erbe wird. Nee, kann man so drehen. Das Problem ist nur, dass dadurch, dass sie ja dann diesen ganzen Plot erst aufbaut,
wird ja erst der Fokus auf Rycroft, also auf Philo, gelenkt. Hätte sie das nicht gemacht, wäre ja niemandem aufgefallen, dass da noch ein Sohn ist. Die hätte es einfach ruhig weiterlaufen lassen können, als ob jemand, als ob Philo von alleine irgendwie draufgekommen wäre. Ich never, glaube ever. Niemals. Und das finde ich, das hasse ich immer so. Das war ja auch in einem Bond-Film so immer dieses, dass du drückst den Plot in eine Richtung, dass die Motivation des Bösen, dadurch kommt alles erst in Gang. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Unnötigerweise lässt sich die Bösewichten so motivieren. Ja. So, und ich finde, das hätte man, glaube ich, sehr viel allein. Oh, ich will gar nicht anfangen, wie ich es gebaut hätte, aber ich glaube, das ist einfach, es ist crazy. Und dann mit der Schwester, die ich eigentlich relativ interessant fand, den Charakter. Übrigens kann man auch gerne mal die Interviews sehen mit der Schauspielerin. Sehr sympathisch, finde ich, in Real Life. Über Caroline Ford, Sophie Longabane. Ich hatte sie noch nie vorher gesehen, glaube ich. Ich auch nicht. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich fand sowieso auch, wie gesagt, diese ganzen politischen Geschichten, hätte ich gerne mehr erfahren. Wie funktioniert das genau? Wie geht es mit der Erbschaft? Sehr, sehr oberflächlich tatsächlich, ja. Ich mochte die Kostüme auch sehr gern. Ich fand die sahen sehr so Henry the Eighth mäßig aus, ne? Dieses gelb-schwarz mag ich sowieso sehr gern. Genau, die Pumphosen fehlten fast noch, ne? Oder so ein Hut. naja, also es war crazy. Ja. Auch diese Kutschenszene, es war alles crazy. Super absurd. Das ist, glaube ich, das einzige Mal gewesen, wo es gab. Die Entführung am Anfang, haben wir ganz vergessen. Crazy Talk. Also die Serie ist tatsächlich auch überraschend ironiebefreit, ist mir aufgefallen, so im Nachhinein. Also man versucht ab und zu so ein Witzchen zu machen, gerade über einen Handlungsstrang, den wir gleich noch kurz sprechen müssen, wo mal ein bisschen Humor reinkommt. Aber ansonsten nimmt man auch alles sehr, sehr ernst und es gibt auch keinen Raum, irgendwie mal so ein bisschen, also gefühlt sprechen sie alle ihren Text. Also weißt du, was ich meine? Dass halt jeder hat seinen Dialog bekommen und spricht den auch so, wie er dasteht, aber da ist irgendwie wenig Raum zum Atmen, dass sie mal ein bisschen, dass es darüber hinausgeht, dass es ein gelernter Text ist, dass es sich mehr wie eine richtige Unterhaltung anhört. Dieses Problem, was wir bei deutschen Serien sehr oft haben, dass sie so im Raum stehen und so ein Theater. So ein klein wenig. Also es gibt so ein paar positive Erscheinungen, zum Beispiel mag ich den Simon McBurney sehr gerne, das ist ein australischer Schauspieler, er spielt hier so einen Orgelkasten-Menschen eigentlich irgendwie. Der hat so ein paar so Kobolde. Was mit den Kobolden passiert? Super witzige kleine Kobolde, fand ich hervorragend. Und mit denen führt er so Stücke auf und hat auch eine Verbindung zu der Mutter von Philo. So ein bisschen, er kannte sie zumindest. Und super cooler Schauspieler und eine schöne kleine Rolle, wo man merkt, ach, der ist drin. Der ist auch dieses Theater-Eske ist bei ihm drin, aber das wirkt irgendwie eher erhaben als aufgesetzt. Und bei anderen dachte ich mir immer so, naja, ihr seid ein bisschen im Korsett eurer Rolle, lebt die mal ein bisschen mehr aus und dann fühlt sich das vielleicht auch natürlicher an. Es ging mir jetzt nicht so, ich habe das bei deutschen Serien sehr extrem, übrigens Bauhaus, ging mir nicht so. Vielleicht auch am ehesten, wo ich es nachvollziehen kann, ist vielleicht die Liebesgeschichte zwischen, da müssen wir noch drauf kommen. Ja, da können wir jetzt gerne drüber sprechen, weil wir sind ja noch im Spoiler-Bereich und da kann man auch nur spoilen, glaube ich. Es geht um Imogen Spurnrose und dem Agrios Astraion. Die Namen an sich sind eigentlich schon Podcast wert. Ich habe das Gefühl, die haben sich einen runtergeholt auf ihren Namen. Weißt du, weil auch jedes Mal, wenn Rycroft Philo, wie heißt der? Philo Strange gesagt wird. Imogen. Oder? Wenn ich den Namen schon, es gibt tatsächlich Menschen, die Imogen heißen. Also, Imogen Heap? Imogen Potts oder Poots? Poots. Aus Die Libelle, ja, das Little Drummer Girl und Midsommar zum Beispiel. Ja, da hatte ich das Gefühl, dass die natürlich jetzt auch so, sag ich mal, theater-esk spielen, weil das natürlich auch diese Enge und Beklemmung der obersten, darstellen sollte. Upper Class von The Burg, richtig. Und ich fand, da hat es funktioniert bei mir, komischerweise. Da war es aber, genau, da fand ich es aber auch okay, wobei manchmal gab es auch so Szenen, wo ich dachte, das ist alles wie an der Schnur gezogen. Es passiert nichts, was ich nicht schon kommen sehe. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Also man war sich von Anfang an klar, dass natürlich dieser Charakter von Imogen geläutert wird. Aber dann wirst du durch eine wilde Sexszene überrascht. Der habe ich tatsächlich, das habe ich Hannah im Vorfeld auch schon gesagt. Also ich hatte damit gerechnet, dass es relativ gritty wird, wie man ja so schön sagt, weil das hatte man im Vorfeld ja schon so mitbekommen. Aber das ist doch so klar und deutlich Sexszenen hat und auch zwischen verschiedenen Lebensformen, was jetzt ja gar nicht weiter wild ist, weil die sind ja eher alle anthropomorph angehaucht. Aber da sagt ihr, okay, also geht halt full on, ja, full Monty. Ja, vor allem ist es dann ja auch so sehr, also gerade die Liebesszene, also ich dachte mir schon, dass es dort auf jeden Fall zu kommen muss, gerade weil du ja auch vorher in den Szenen immer nur diese Halbtotale siehst, wo seine Beine so angedeutet werden, ne, dieser Stand. Hätte ich fast noch gern ein bisschen mehr vorher gesehen.
Sprich, da dachte ich mir, okay, es muss irgendwie kommen, gerade weil diese Läuterung und blablabla, das dazu passte. Die Inszenierung war dann aber wieder so extrem soapig. Also dieser letzte Blick Mit durch dieser diese Schneekugel oder Lampe, was das ja, ist. och, ich dachte jetzt, es fehlt noch, dass auf einmal dann so nochmal Strom so dazukommt, Die weißt du? Schöne und das Biest. Im Genau, Endeffekt war es genau das. und dass die Lampe dann nochmal so explodiert, weil so Ja. viel, weißt du, so viel Licht So und viel Energie sexuelle da, Energie in genau. diesem Raum. Wir haben es ja schon gesehen mit den Flügeln, was finde ich eigentlich ganz interessant und Ja. süß war. Ich fand, das war eigentlich ganz niedlich, Ja. muss ich gestehen. Es hatte funktioniert. Vielleicht auch durch Agnes Obel. Musik auch sehr, sehr schön. Ja, es war dann so crazy soapig inszeniert, dass ich dann aber auch dachte, so, okay, Ich es. musste, ganz ehrlich, ich habe fast ein bisschen applaudiert, weil ich dachte, jetzt gehen sie mal wirklich volle Kanone darauf, bevor sie sich so ein bisschen gescheut haben. Vorher, sie übertreiben halt maßlos. Also vorher ist vielleicht auch schon teilweise ein bisschen übertrieben. Aber sie sagen sich so, okay, was kann jetzt passieren, außer dass es super schmalzig sich anfühlt und super kitschig. Machen wir es einfach, ziehen wir es durch. Und da kann ich immer so ein bisschen Respekt für zeigen. Also nicht, dass ich es hervorragend fand, aber ich dachte so, na zumindest seid ihr jetzt committed zu dieser Inszenierung und macht nicht noch einen Rückzieher, sondern zieht das halt eiskalt in diesem sehr kitschigen Art und Weise durch, bei der es mir so teilweise kalten Rücken runterläuft. Auf der anderen Seite, ja, lasse halt schlafen vor der Kugel und der Energie und was weiß ich. Sollen sie halt Spaß haben, es ist super. Ach, hör auf. Naja, es war Verzeihung. ein bisschen eigenartig. Ja, ein bisschen eigenartig ist, glaube ich, so generell das große Fazit. Wir müssen langsam mal Ja. die Zielgerade einbiegen, Hanna. Ihr merkt es vielleicht, wir hatten die Hoffnung gehabt, uns ein bisschen gegenseitig zu erklären, was an Carnival Row jetzt so interessant und faszinierend oder auch störend ist. Wir haben es nochmal versucht zusammenzufassen. Ich bin nach wie vor vielleicht ein bisschen schlauer jetzt, aber ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, das Ding irgendwie einen Finger drauf zu packen und zu sagen, das ist das. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Serie ist, die sich ein eigenes Publikum schaffen kann und dass es da auch ein Publikum gibt, die halt Lust haben auf so eine Welt und auf diese große Komplexität, die da versprochen wird und die aber noch nicht ganz abgegriffen wird in ihrer Gänze. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass man jetzt natürlich seine Lehren ziehen wird für die zweite Staffel und ein bisschen vielleicht einfach mal durchfegt und guckt, was ist interessant oder beziehungsweise im Vorfeld sich Gedanken macht, wenn wir eine Geschichte entwickeln und einen Handlungsstrang, wo könnte der hinführen? Ergibt das Sinn? Muss es zwangsläufig mit anderen wieder kollidieren oder ist es auch vollkommen okay, wenn es voneinander abläuft? Ich hoffe, dass da einfach ein bisschen mehr Arbeit und Hirnschmalz reinfließt, sich einen Plan zu machen, zu strukturieren, was sie wollen von der zweiten Ja, Staffel. ich hoffe, dass sie sich jetzt genau, dass sie Vertrauen haben in ihre Welt und dass sie genau sich nicht ablenken lassen, ne? Wie du gerade auch sagtest, von sag ich mal, einem Crime-Fall oder ich will gar nicht erahnen, was der Main-Plot irgendwie in der zweiten Staffel ist. Was mich, glaube ich, am meisten stört an der Serie oder was ich mir gewünscht hätte, was mehr ist, und ich glaube, deswegen habe ich auch relativ wenig emotionalen Zugang zu den verschiedenen Charakteren und zur Welt gehabt. Ich hätte mir so gerne vorgestellt, dass auch eine gewisse Bedrohung besteht. Ich hatte zu keinerlei Moment Angst um die Charaktere. Ich hatte zu keinem Moment irgendwie Angst um die Personen, die sich aufhalten in dieser Welt. Und das heißt nicht, dass ich jetzt unbedingt mehr Gewalt haben wollte. Typisches Beispiel, das Bordell. Ich will jetzt nicht unbedingt wieder die zehntausendste Geschichte sehen, wo alle Prostituierte irgendwie missbraucht werden und so ein ganz furchtbares Leben haben, was natürlich meist auch der Fall ist. Leider ganz ist halt so. Aber hier wirkte das Bordell wie so, weiß nicht, wie so ein Partyladen oder sowas. Ich hatte auch wieder, wir hatten es ja schon erwähnt, bei ihr genannt, wo sie dann ihren Job macht, dann huhu, gefährlich mit der Bande. Und dann ist sie irgendwie die Lottoeintreiberin. Wir hatten den Cliffhanger am Ende, wo also jetzt eine Art von Ghetto entsteht, was ja auch ein ganz furchtbares geschichtliches Momentum ist, was wir natürlich auch wir in Deutschland natürlich einen besonderen Bezug zu haben. Aber es ist natürlich ganz, ganz furchtbar und ich kann erahnen, was man da drin, sage ich mal, schreiben kann. Trotzdem hat es bei mir emotional nicht funktioniert, weil ich nie das Gefühl hatte, dass Bedrohung oder Angst herrscht. Und ich will dieses Gefühl nicht unbedingt haben, aber ich habe das oft in Serien, typisches Beispiel The Walking Dead. Das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber du musst mir schon zeigen, dass die Welt gefährlich ist und du musst es mir auch bewusst zeigen. Und dann kann ich es nur empfinden. Ich hatte, wie gesagt, keinerlei Moment hatte ich Angst um irgendeinen Charakter. Verstehst du, was ich meine? So Ja, ein ich verstehe bisschen? es. Ich muss jetzt bloß sagen, beim Ende habe ich jetzt natürlich die Hoffnung, dass, also da hatte ich den Eindruck, okay, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, dadurch, dass halt dieses Ghetto geöffnet wird und da die erste Fee, die versucht wegzufliegen, einfach niedergeschossen wird. Was halt auch wie so eine Art, also was auch sehr, sehr, ja, nah dran ist leider an Dingen, die in der echten Historie der Menschheit passiert sind. Und dass ich da dachte, okay, jetzt haben wir so einen neuen Punkt der Eskalation erreicht.
The Burke hat einen neuen Punkt erreicht und ab da denke ich, deswegen bin ich der Meinung schon, dass sie diese Bedrohung jetzt neu haben werden in der zweiten Staffel, weil dieses Ghetto halt was ganz Neues bedeutet für die Bewohner, auch gerade für die diskriminierten Bewohner von The Burke. Und da hatte sich dann gleich vielleicht auch schlagartig mehr Bedrohung manifestiert als im Laufe der gesamten Staffel, wo man ja maximal Angst haben hätte können vor diesem komischen Dark Asher, dieses tentakelige Ekelwesen, was Leute umbringt, wo man aber auch ein bisschen davon entfernt war, weil es einfach war halt eine Gestalt, ein Monster und das. Das brauchte ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich hätte lieber mehr sowas gesehen wie in Carnival Row, dass einfach auch die Bewohner Angst haben, auf die Straße zu gehen. Ich glaube, aber soweit ist die Stadt noch gar nicht gewesen in der ersten Staffel. Das haben wir jetzt ja erst. Ach, glaubst du echt? Ich glaube, jetzt dadurch, dass jetzt erst klar ist, dass halt die Minderheiten so eingepfercht werden, entsteht erst eine Ach ganz neue, so. noch nicht dagewesene Bedrohung. Weil vorher war es ja im Endeffekt, es wirkte so, weil sich alle Minderheiten im Bereich von dieser Carnival Row, dieser Straße aufgehalten haben, dass die eh schon alle in einem Bereich gepfercht sind, ne? Und jetzt ist ja eigentlich erst konkret gesagt worden, wir machen hier jetzt dicht und wirklich Carnival Row wird jetzt das Ghetto für Faye, für Puck, Ah, für verstehe. Zentauren. Dass Okay. halt vielleicht vorher noch mit The Burke wirklich auf dieser Messerschneide war. Wo fallen sie hin? Okay. Und jetzt ist eher die Entscheidung dahin gefallen, dass sie halt mit harter Hand gegen die Flüchtlinge oder gegen die Asylsuchenden vorgehen und vielleicht dadurch jetzt erst die Bedrohung richtig da ist. Aber ich verstehe trotzdem, was du meinst, weil sie wollen ja eine Welt erzeugen oder sie haben ja eine Welt erzeugt, die dunkel ist, die gefährlich ist. Aber wenn diese Welt keine Gefahr darstellt für die Figuren, dann kommt das vielleicht einmal so ein bisschen harmlos einfach vor. Deswegen auch die Abhängigkeit der Angestellten, diese komische fast Vergewaltigungsszene da mit ihrem Arbeitgeber, da dem Bruder von Imogen. Ja. Das war, ich hatte da auch keine Angst um sie sozusagen in dem Moment. Nicht, dass ich das möchte, nicht, dass ich diese Vergewaltigungsszene möchte, aber ich hatte Wobei, immer da das hatte ich, Gefühl. glaube ich, genug Vertrauen in den Charakter, dass sie das nicht mit sich machen lässt. Da war, glaube ich, schon etabliert, dass, ach, die nicht Genau, vignette. aber der Missbrauch, sage ich mal, auch Ja. vorher natürlich mit Angestellten, mit Pugs, mit wer auch immer sozusagen da mit dem Zentaur. Ja. Das kam bei mir so wenig rüber. Und das hätte ich mir gerne noch mehr gewünscht, weil ich glaube, dass dann der emotionale Payoff am Ende auch noch größer gewesen wäre bei mir. Aber das, vielleicht magst du recht haben, dass es jetzt so erst diese Vorstufe ist und dann wäre es natürlich sehr super krass. Und dann hoffe ich, dass, also was heißt das hoffe, aber dann können wir vielleicht, kommt es vielleicht dazu von Ja. dem, was du sagtest. Ich bin mal gespannt. Also auf lange Sicht, glaube ich, planen sie schon eine Art Revolution in The Burg oder so eine Art natürlich Kampf um Gleichberechtigung, Bürgerbewegung. Ich glaube, so wie wir jetzt drüber gesprochen haben, dürfte jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin klar sein, dass die Parallelen zu wahren Begebenheiten oder wahren Ereignissen relativ offensichtlich sind in der Serie. Und ich finde es auch gut, dass man das versucht zu verpacken. Manchmal ist es halt bloß ein bisschen zu einfach und zu plump, ne? Dass man dann denkt, okay, ihr macht es euch gerade sehr simpel, diese Probleme irgendwie bei den Hörnern zu packen, bei den Packhörnern. Hast du gesehen, dass manche haben so große, manche haben Ja, auch kleine, ne? verschieden, Und ist auch, eng auch und spannend. Ich weit. finde, das ist ja gut, das ist keine Einheitsmaße. Du hast ja auch unterhalb dieser Mythologie oder dieser mythischen Wesen halt immer noch Untergruppen anscheinend oder Süß. Leute, die sich verschieden verhalten. Und das ist ja eigentlich auch spannend. Und wir gucken mal, ob man da vielleicht noch was rausholt in der nächsten Staffel oder ob man dieses Potenzial verplempern wird. Letzter Fun Fact am Rande. Oder Bitte? Fact, der Fun Fact ist es nicht. Wer hat den Score geschrieben? Ich habe es mir aufgeschrieben. Warte, warte, warte. Ich habe es mir wirklich aufgeschrieben, weil ich fand den auch gut. Matt Barr oder so? Nee, Nathan Nathan Barr, Barr. genau. Und das ist natürlich ein großer, also hat ja viel auch sozusagen unterlegt, aber vor allem damals, als er, sage ich, uns sehr bekannt geworden ist, war bei True Blood. Und wenn ihr es auch nochmal nachlesen wollt, ich habe auch mal ein Interview geführt mit Nathan Ach, Barr. Ist guck an. schon fast Kann 10 ich sehr Jahre gerne her. verlinken im Newsartikel zum Podcast. Ich habe leider nur die englische Version gesehen, weil das noch unser altes Frontend war, Ja. weil das so lange her ist. Ja. Aber nee, also ich finde, da sind schöne Cellos auch mit drin. Also Ja, passt. wie gesagt, der Soundtrack hat bei mir außerordentlich gut funktioniert. Hatte manchmal sowas von Celtic Woman, wenn ich ganz ehrlich bin. Weißt du, was ich meine? Diese Frauenchöre, so ein bisschen irisch, Ah, englisch okay. angehaucht, schottisch vielleicht sogar, weil das immer so melodisch war und dann war so eine Klampfe zwischendrin zu hören und eine Harfe oder so. Aber das ist gar nicht abwertend gemeint. Ich fand es dann eher passend, weil es halt natürlich auch zum Beispiel sehr gut zu den Fae gepasst hat. Stimmt. Nee, fand ich auch. Ich glaube, einen Punkt müssen wir noch besprechen, eine Minute lang, sorry, weil Ja. das viel auch in den Kommentaren besprochen wurde. Das CGI. Fandest du es Ja. gut oder schlecht? Ausbaufähig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es gab ja zum Beispiel so ein paar Monster, die so dargestellt wurden, so Werwölfe in der Richtung, die fand ich relativ minderwertig von der Qualität. Wo ich dann noch wieder lasse, dann dachte, dann lass sie doch weg. Ja, lass sie Who weg cares? oder ja, mach was anderes. Mach die nicht so nackt, die hatten kaum Fell. Mach die halt Ja. so buschig und dann kannst du mehr Ecken Ja, und und drehst Kanten im Dunkeln. verstecken. Lass die doch im Dunkeln Meine rumlaufen. Güte, ja.
Ich fand zum Beispiel den Effekt von diesem Obermonster, dem Dark Asher, eigentlich ganz gut. Das wirkte teilweise sogar ein bisschen nach Mechanics, aber ich glaube nicht. Also vielleicht war da mal einer im Kostüm oder so für die Füße, keine Ahnung. Das war okay. Aber ansonsten, manche Kamerafahrten, als man halt The Burg gesehen hat, wirkten auch ein wenig schwammig. Und ich glaube, das lag auch einfach daran, dass ich hätte gerne noch mehr Farben gesehen in dieser Serie. Also es ist teilweise sehr grau für mich gewesen, ab und zu auch ein bisschen zu dunkel. Weil wenn es eine Fantasy-Welt ist, es muss nicht quietschbunt sein, um Gottes Willen. Aber man hätte meiner Meinung nach auch so ein bisschen was rausholen können, rein visuell aus diesem großen Pot an Menschen oder an Wesen und Settings, ja. Was mich störte, war genau das, was du auch gerade andeutetest. Ich fand, da waren viele CGI-Momente drin, die man einfach hätte weglassen können. Mhm. Und das denke ich ja sowieso. Wenn es nicht gut aus, dann lass die Szene weg, wenn sie keine Bedeutung hat. Typisches Beispiel, wo Vignette diesen Banden-Dude umbringen sollte, der jetzt mit der Polizei spricht. Sowieso eine sehr strange Szene. Ja, Flugszenen sind immer doof. Ist und einfach ich, so. Und ich fand die Flugszenen, wo sie alleine waren, ging. Mhm. Aber dann dieser Kampf war crazy. Und dann landen sie ja noch irgendwo in der Walachei und er rettet sie dann in dem Moment. Also es war generell, die ganze Szene war unwichtig, irrelevant, hätte man sehr viel besser lösen können. Und dann hast du noch so schlampiges CGI drin. Fand ich ein bisschen schade. Ja, war definitiv ein bisschen schade. Ja, gut. Schauen wir mal. Cool. Vielleicht werden sie ja aus ihren Fehlern oder aus den Dingen lernen, die jetzt vielleicht nicht so gut angekommen sind. Ich meine, die Kritik war ja durchaus gemischt. Ist ja einfach so. Ne? Es gab halt Leute, die fanden, genau wie wir, glaube ich, vieles sehenswert und gut daran, aber auch viel, viel, wo man halt Dinge verbessern kann und wo Dinge nicht funktioniert haben. Das Interessante war ja auch, ich habe es in 2 Tagen weggebinged. Ne? Also in dem Sinne war ich ja schon interessiert, wie es weitergeht. Ja, und das ist ja, finde ich, eigentlich immer die Prio auch von der Serie, dass du weiterschauen willst. Und das hat funktioniert bei mir. Ja, vielleicht war es die Hoffnung, dass die Welt endlich genau so eingefangen wird und präsentiert wird, wie man sich das vorstellt. Oder vielleicht war es einfach dann doch eine gewisse Kurzweiligkeit, die Serie hat. Weil ich fand, ich habe es nicht so in diesem engen Rahmen geguckt, aber jeden Tag eine Folge das lief dann eigentlich auch ganz gut. Ja, gut, dann sind wir jetzt wirklich durch, liebe Freunde. Ist etwas länger geworden als erwartet, aber ich hoffe, ihr seht es uns nach. Wie euch Carnival Row gefallen hat, die Amazon-Serie. Das könnt ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben. Einfach eine Mail an podcast@serienjunkies.de. Kritik, Feedback könnt ihr da auch hinterlassen. Da freuen wir uns immer drüber. Wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen bei iTunes. Hinterlasst da mal ein paar Sterne, das wäre hervorragend. Ein paar nette Worte, da freuen wir uns drüber. Und das hilft uns auch ein bisschen in der Sichtbarkeit unserer Podcasts. Ihr findet den Podcast natürlich auch wieder auf YouTube, auf Spotify, überall da, wo ihr uns immer wieder abrufen könnt. Und dann könnt ihr da auch gerne mit uns Kontakt treten in den jeweiligen Kommentarbereichen. Generell könnt ihr uns auch auf Twitter finden. Und zwar Hannah, dich unter dem Handle @MediaWhore, MediaWhore auf Twitter und Instagram. Und ich, Felix? Mich findet man auf Twitter unter @JohnFerrari. Ich habe auch noch eine kleine Kritik zu Carnival Row geschrieben, die will ich auch nochmal mit in die Shownotes packen. Und genauso wie ein Interview mit Nathan Barr, auch wenn es eine Weile her ist. Nö, ach, wenn wir es da haben, haben wir es da. Wer weiß, muss sich ja nichts geändert haben an seinen Aussagen. Und ja, ansonsten behaltet unseren Channel im Blick. Wir werden eventuell demnächst wieder ein paar mehr Podcasts machen. Genau, kurzer Plug. Der nächste Podcast wird sich um The Boys drehen. Was noch eine Amazon-Serie, genau. Genau, was auch, glaube ich, viele gesehen haben im Sommer. War auch, glaube ich, recht erfolgreich, recht buzzy. Wenn ihr dann auch irgendwie Gedanken, Hinweise, Anmerkungen habt, schickt sie uns doch auch unter podcast@serienjunkies.de. Dann werden wir darauf eingehen. Ihr müsst sie aber schicken, so vor dem 10. September, würde ich es jetzt mal sagen. Ja, sagen wir mal, eine grobe Woche habt ihr Zeit. Ja, wirklich eine ganz grobe Woche. Aber da würden wir uns sehr freuen, denn wie gesagt, da werden wir noch drüber sprechen. Also schickt uns was, wir sprechen drüber. Perfekt. Na dann verabschieden wir uns für diese Woche und für diese Ausgabe und hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, liebe Leute. Ciao. Tschüss.